Natürlich habe ich mir was dabei gedacht. Das Motto ist nicht zufällig gewählt. Bei stark, da geht es um die wirtschaftliche Stärke. Bei sozial, da geht es darum, dass wir soziale Gerechtigkeit in der Stadt haben. Das mich sehr bewegt und auch aus ganz persönlichen Motiven. Ich bin seit 30 Jahren in der Verwaltung unterwegs. Angefangen habe ich als Kriminalbeamter. Und deswegen ist das Thema Sicherheit etwas, das mir nahe liegt und das mir auch immer wieder begegnet im Wahlkampf. Ich werde immer wieder darauf angesprochen und die Punkte, die du eben schon genannt hast, die spielen für viele Menschen in der Stadt eine große Rolle. Also ich höre das gerade aus der Bahnhofsgegend immer wieder, dass dort viele unliebsame Begegnungen stattfinden, gerade auch zu den Abendstunden. Wir arbeiten dran, also gerade was das Bahnhofsumfeld angeht, das wird natürlich erheblich aufgewertet. Wir werden da Angsträume beseitigen, das muss man ganz klar sagen. Diverse Schrottimmobilien werden abgerissen. Es wird eine neue, helle Anlage entstehen, eine Allee, die dann vom Bahnhof in die Innenstadt führt. Wir werden viel mit Licht arbeiten. Das tun wir auch in unseren Parkanlagen im Übrigen schon. Wer den Theodor-Heuss-Park in letzter Zeit gesehen hat, das ist eine helle, transparente Anlage geworden. Auch zu den Abendstunden gibt es da also keine dunklen Ecken mehr, wo man sich verstecken kann. Es gibt noch andere Parkanlagen, da muss ganz viel passieren. Sicherheit fällt nicht vom Himmel. Wir sind natürlich eine Stadt mit 92.000 Einwohnern. Das ist eine ordentliche Größe. Das ist die Nummer 90 der deutschen Städteliste. Wir sind größer, als wir oft selbst glauben. Und deswegen haben wir auch alle Phänomene gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Stadt. Dazu gehört auch die Kriminalität. Die können wir nicht einfach akzeptieren. Wir müssen aktiv daran arbeiten, Kriminalität möglichst zu reduzieren. Es wird nie null Kriminalität geben. Es darf aber in bestimmten Bereichen keine Toleranz geben gegenüber Kriminalität. Das fängt sehr früh an. Das fängt schon damit an, dass wir kriminelle Karrieren nicht ermöglichen dürfen. Heißt also, wenn wir feststellen, mit wir meine ich jetzt alle Behörden, die an diesem Thema arbeiten. Das ist nicht nur das Ordnungsamt, das ist die Polizei, das ist das Jugendamt, das ist das Sozialamt. Alle, die dort Feststellungen haben, müssen an einen Tisch und müssen eben sehr frühzeitig beobachten, was sich ereignet in bestimmten Stadtteilen. Wenn Jugendliche nicht zur Schule gehen, permanent Schule schwänzen, dann müssen wir sehr früh mit den Eltern reden. Wenn es zu Sachbeschädigungen kommt, Schmierereien an Häuserwänden, Beschädigungen an parkenden Pkw, dann muss auch da sofort reagiert werden. Wir müssen als Stadt Düren klarstellen, dass wir sofort solche Dinge aufgreifen, dass wir darauf achten, was in bestimmten Stadtbezirken passiert, dass wir uns da sehr aktiv einbringen. Das ist schon mal eine ganz entscheidende Komponente. Wir haben natürlich auch reisende Täter. Ne? Nicht alle wohnen bei uns. Es ist einfach so, dass unsere Bahnanschlüsse ganz hervorragend sind, dass die Autobahnanschlüsse gut sind. Und wir haben auch Menschen, die kommen aus Köln, aus Aachen, treiben hier ihr Unwesen und fahren dann wieder weg. Die werden wir natürlich mit der Methode nicht erreichen können. Aber ganz klar muss sein, wir sind wachsam. Alle Behörden, die Beiträge leisten können, arbeiten an diesem Thema sehr, sehr konzentriert. Und bei uns gibt es keine Toleranz gegenüber Kriminalität. Dieses Signal muss ankommen.